Hallo YouTube. So, der gute Mensch vom Paketdienst hat doch wahrhaftig jetzt hat das Gebäude gefunden. Und es sind vier Pakete angekommen. Und da ich weiß, dass einige Leute echt einen Unboxing-Fetisch haben, okay, habe ich auch, aber nur wenn ich selbst auspacke. Anderen Leuten dabei zuzugucken, wie sie Pakete auspacken, hat mich bis jetzt noch nicht so wirklich angemacht. Aber Pakete auspacken. Selbst die Geburtstagspakete meiner Frau packe ich, glaube ich, am liebsten aus. Also würde ich, wenn man mich nicht aufhalten würde. Ja, Pakete auspacken ist cool. Bitte um Verzeihung, wie ich gerade aussehe. Aber wie gesagt, das ist gerade eine ziemlich dreckige Geschichte mit dem Motorwechsel und so weiter. Der liegt jetzt immer noch auf der Palette. Das wollen wir jetzt ändern. Zu Deutsch, wir brauchen einen Motorkran. Den haben wir vor uns liegen. Und den Motorständer. Hoffe ich, dass es alle vier Pakete sind. Aber die gute Frau von der Firma, wo ich das bestellt habe, meinte, ja, es sind vier Teile. Und die hat dem Paketdienst auch gesagt, der Kunde braucht alle vier Teile. Und jetzt werde ich mir mal ein Messer besorgen und dann geht das los. Ja, ich muss sagen, ja, kommt beeindruckend gut klar. Das ist kein kleiner Motor. Ja, wie gesagt, wie angekündigt, habe ich den auf den zweiten gesetzt. Das ist angeblich, Moment, ich glaube eine Tonne, laut Beschriftung. Ja. Aber wie gesagt, ich werde da, ich glaube, eher nicht. Ne? Aber das hier, ich kann an dem Ding wackeln, wie ich will. Sehr stabil, sehr standfest. Schnappe ich mir den Motor, nehme den mit und baue jetzt den Motorständer auf. Ja, finde ich gut. Bin sehr zufrieden bis jetzt, muss ich sagen. Ja, mein Gott, Transportschäden, das ist ein Werkzeug, ne? Ich werde jetzt nicht rumjammern wegen ein paar Kratzer auf dem Ding. Das Ding hat auch ein paar Kilometer hinter sich, ne? Ne, das kommt jetzt zur Seite. Palette kommt raus und dann baue ich den Motorständer auf. Dann sehen wir weiter. Okay, eine Sache, definitiv. Die sind für die hinteren Rollen des Motorständers. Der ist schon eigenermaßen, steht er hier. Die Sprengringe für die hinteren Rollen ganz schön windig. Ich habe immer so einen Satz hier. Ja. Die sind mir wesentlich lieber, wenn da Last drauf ist. Die sind etwas großflächiger. Und ne, also so eine Stahlrolle wird den kleinen hier einfach so runterschieben. Sind wir uns einig, ne? Das ist mir dann doch ein bisschen zu windig und deswegen lassen wir das mal sein. Ja. Aber wie gesagt. So ein Satz kostet nicht die Welt und die sind wesentlich A, stabiler, B, die drehen sich sehr leicht mit und sind sehr stabil. Ja, das ist mir ehrlich gesagt lieber, bevor mir so eine Rolle abfliegt, wenn so ein Motor da dran hängt. Ja, aber wie gesagt, ergänzen muss man immer. Ich habe immer den Preis im
im Blick bzw. im Hinterkopf und bin froh, dass ich so ein Ding so günstig kriege. Bin aber durchaus bewusst, dass die eine oder andere Sache nicht unserer Norm entspricht, die mich letztendlich auch nicht wahnsinnig interessiert, aber ne, so manche Sachen müssen halt vorausschauenderweise gewechselt werden. Ist halt so. Auch hier, die Rollen werden nicht viel Zukunft haben bei mir auf dem Boden. Über kurz oder lang wird da was anderes drunter kommen. Okay, kleines Update zwischendurch. So, der Motorständer steht eigenermaßen. Jetzt habe ich auch herausgefunden, was dieses Blechteil hier hinten dran ist. Dieses hier. Hat der andere nämlich nicht. Und warum hat er das nicht? Weil das hier die Magnete sind für den Kurbelwellensensor. Ja. Der andere hat nämlich auch einen mechanischen Motor. Vom Werk aus. Gab 94 gab es mal ganz selten welche. Die hatten keine elektronische Einspritzpumpe. Das war einer davon. So. Wie zum Teufel geht das jetzt ab? Ja, ich kriege das Ding nicht auf den Motorständer, weil das hier übersteht. Ja, dann kriege ich das nicht auf den Halter. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Ja. Und da ist er auf seinem Motorständer. Was man jetzt schon definitiv feststellen kann, ist, die Rollen vom Motorständer sind richtig an der Grenze. Ja. Die Befestigung scheint wohl gang und gäbe zu sein. Ich habe noch keine andere Erfindung gesehen. Ja. Okay. Ja, dann muss ich mal gucken, wie ich den Motor jetzt gekippt kriege. Ich werde den Kran auf jeden Fall als Unterstützung nehmen. Der ist halt sehr lang, der Motor. Ne? Ein normaler Vierzylinder ist gerade mal die Hälfte. Das ist vom Winkel her natürlich alles total gut. Ja. Tja. Tja. Hilft nichts. Mal anfangen. Den Motor umdrehen. Wie gesagt, ich werde den Kran zur Hilfe nehmen und dann mal schauen, wie ich das auf die Reihe kriege. Alles insgesamt, naja, nicht gerade Neuland. Ich habe schon mal mit so einem Ding gearbeitet, aber nicht mit so einem riesen Monstrum an Motor. Ja, ich werde jetzt mal den Motor umdrehen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt alle rausgeschraubt, die noch rauszuschrauben gingen. Wir haben also 1, 2, 3, 3 Schrauben, die nicht mehr rausgehen. Und die anderen waren auch schon ein Kampf, muss ich sagen. Ja. Frage ist jetzt, wie kriegen wir den Scheiß raus? Müssen wir wahrscheinlich erstmal die Schrauben angucken, gucken, was wir da machen können. Die sehen folgendermaßen aus. Tja. Wahnsinnig groß ist das alles nicht. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Vielleicht funktioniert's. Verwenden kann man die sowieso nicht mehr. So, jetzt habe ich das natürlich mit Bremsenreiniger erstmal sauber gemacht. Jetzt kann ich alles, was warm machen bedeutet, erstmal vergessen. Ja. Ein Mist ist das. Ernsthaft blöd. Ja, bis gleich.
So, der erste Versuch mit der Flamme war nix. Tja, hat sich nicht überreden lassen. Ja, Bohrmaschine, Körner und so weiter. So, jetzt werde ich die Schraube ankörnen, einen Bohrer rein und dann überlege ich, wie ich das auf die Reihe kriege. Linksausdreher. Hat eine gute und eine schlechte Seite. Wenn es rausgeht, toll. Wenn es nicht rausgeht, hast du da Hartmetall drin stecken, was du nicht mehr ausbohrst. Problem. Ja. Deswegen machen wir das mal anders. Wahrscheinlich. Schauen wir mal. Okay, der Bohrer hat da keine Lust zu. Den nächst kleineren mal nehmen. Wahrscheinlich auch nicht unwesentlich gehärtet, die Dinger. Nächster Bohrer, etwas kleiner. Schauen wir mal. So richtig fluffig geht das da nicht rein. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. So. So, wie man jetzt hier sieht, habe ich eine größere Anbindung drin mit zwei Adaptern. Ja. So, mal gucken, ob der Schlagschrauber da irgendwas ausrichten kann. Ansonsten sehe ich schwarz. Ich sehe eh schon die ganze Zeit schwarz, also von daher. Ich nehme die Verlängerung raus. Eine kürzere Verlängerung. Bitte nochmal um Beachtung. Das Ding ziehe ich hier mit 300 Newton. Ne? Ja. 300 Newtonmeter. Ich muss nicht einmal vorschrauben, wenn ich beim Lendi die Radmutter losmache. Etwas kürzer.
Unfassbar. Akku ist noch voll. Tja. Das meine ich. Unterm Auto hätte ich das im Leben nicht rausgekriegt, das Ding. Da hätte ich gar nichts auf die Reihe gekriegt. Ja, drei Schrauben. An drei Schrauben liegt es, dass ich einen Motor ausbauen musste. Das ist eine Expertenarbeit allererster Klasse. Verlängerungsknabbe. Schauen wir mal. Ach Gott. Hat er doch vorgelöst. Gott, bin ich gut. Ich versuche jetzt mal mit der Gripzange. Nein. So, der Kopf ist als allererstes sofort gerissen. Wenn man so viel Kraft auf so einen kleinen Kopf übertragen will, funktioniert das meistens. Das bedeutet Flex. Ganz vorsichtig rausflexen, dann in das bestehende Gewinde vorsichtig reinbohren, dann mit dem Linksausdreher rausziehen, wenn die nicht mehr unter Spannung steht. Jetzt steht sie ja logischerweise unter Spannung. Wenn sie nicht mehr unter Spannung steht, geht das vielleicht alles ein bisschen einfacher. Deshalb werde ich jetzt vorsichtig den Kopf abtragen. Ölwanne ist nicht ganz so wichtig. Ich habe noch welche. Hier ist die nächste. Eine total super Stelle. Perfekt. Also besser geht es gar nicht. Kann man nicht erfinden. Ja. Jetzt will ich hoffen, dass ich da irgendwie mit dem Bohrer drankomme. Ich habe jetzt den richtigen gefunden sozusagen. Ah, das muss ich schon mal abnehmen hier. Hallo, es ist wieder hell. Ja, geschlafen habe ich auch. Zu Deutsch, neuer Tag. So, ich habe die Schraube rausgekriegt, ohne den Untergrund zu beschädigen. Das ist gut. Entschuldigung. Ja, was ich jetzt gerade mache, das, was man immer machen sollte, wenn solche Experten da dran waren,
Gewinde reinigen, nenne ich sowas. Eigentlich ist das Nachschneiden, aber ne? Ich weiß nicht, wie die festgekloppt haben. Fühlt sich auf jeden Fall hier und da ganz schön übel an. Ja, zeitgleich macht man damit die Gewinde sauber. Ja, da holt man schon einiges raus. Moment, das kriege ich nicht hin. Selbst das, was da jetzt dran hängt, hat im Gewinde nichts verloren. Da kommt ein Tröpfchen Loctite drauf. Ein Tröpfchen. Blaues. Zu Deutsch. Nicht festschweißen, sondern nur festhalten. Ja, die Gewinde haben auf jeden Fall sehr gelitten. Von dieser Festballerei. So wie ich das mitkriege, haben die nicht nur mit Dichtmittel da reingenagelt, sondern auch mit dem Schlagschrauber. Ja, das. Dazu sage ich nichts mehr. Ja. Schauen wir mal, wie das alles so aussieht. Nur fokussier doch mal. So, das hole ich aus dem Gewinde raus. Das hat da nichts zu verloren, ehrlich gesagt. Und das blockiert die Schraube. Ne? Ja. Das jetzt einmal rundherum. Einmal komplett die Gewinde nachschneiden. An der Front logischerweise auch alle Gewinde nachschneiden. Im Steuergehäuse selber sind auch noch Gewinde. Auch alle nachschneiden. Ich habe die Dichtung bestellt, die P-Dichtung oben für die Wasserpumpe. Auch da werde ich alles einmal nachschneiden. Und dann den kompletten Block reinigen. Ich werde wohl Diesel nehmen müssen. Ja, alle Löcher komplett auspusten, dass da keine Flüssigkeit mehr drin ist. Und dann denke ich mal, heute Abend habe ich wieder einen Motor hier stehen. Einen vollständigen. Drückt mir die Daumen. So, kleines und letztes Update zu diesem Video. Ja, bisschen gereinigt. Alle Gewinde nachgeschnitten. Ja. Jetzt gucke ich, dass ich die andere Ölwanne rauskriege, aber das läuft alles morgen. Den Wandler habe ich rausgenommen. Der liegt jetzt mal zum Ausbluten hier rum. Wie man am Öl sieht, ja, der Ölwechsel war fällig, also das Getriebeöl. Ja, das muss man regelmäßig wechseln bei Automatik. Ja, nicht nur bei Land Rover, bei jedem Auto. Alle 60.000 ungefähr. Ja. In dem Fall wollte ich es ein bisschen eher machen. Zu Recht, weil das Ding ziemlich viel geackert hat. Ja, jedes Mal mit Anhänger ist eine ganz schöne Qual für so ein Getriebe. Ja. Aber in diesem Fall sehr gut gelaufen. Also, ne? Glück im Unglück sozusagen, weil wenn ich den Motor eh gerade draußen habe und den Wandler an den Wandler rankomme, weil aus dem Wandler kriegt man normalerweise das Getriebe, das Öl nicht raus. Deshalb halten viele sehr viel von Getriebeölspülung. Kommt immer aufs Getriebe an. Bei dem schwierig mit den Adaptern, die zu bekommen. Aber grundsätzlich eine gute Idee, das regelmäßig zu machen. Ja, das ist, kann nicht schlecht sein. Nee, heute werde ich erstmal nicht mehr weiterkommen. Ja. Steuergehäuse ist jetzt auch in der Waschmaschine sozusagen, bei einer bekannten Teilewaschmaschine. Dass das mal ordentlich sauber wird. Wie gesagt, da ist die Ölpumpe drin, bei der Gelegenheit. Ne? Einmal komplett richtig sauber machen mit dem Ölsieb. Ölsieb liegt auch schon ist auch schon eingelegt. Ne? Ja. Ja, sonst gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Wie man hier sieht, die Dichtfläche ist jetzt sauber. Da habe ich auch ordentlich dran geschrubbt, alter Schwede. Großartige Beschädigung gab es nicht. Was man jetzt auch wieder ganz gut erkennt, diese beiden Schrauben. Die beiden müssen auf jeden Fall mit Dichtmasse gefüllt werden.
Müssen Sie unbedingt. Ansonsten bekommt man das Ding nicht dicht. Das ist der Träger für das letzte Lager und für den Kurbelwellensimmering. Den Wellendichtring nach hinten, ne, auf dieser Seite sozusagen. Und ja, das muss auf jeden Fall mit Dichtmittel gefüllt sein. Ist in diesem Fall nicht passiert, blöd. Ja, ansonsten wird nicht mehr viel passieren heute. Essen ist fertig und da werde ich jetzt mal hingehen. Okay, ich wünsche euch was und drückt mir die Daumen, dass das alles einigermaßen vernünftig funktioniert. Wir sehen uns im nächsten Video. Schönen Abend noch. Tschüss.